Ja, willkommen zurück zu Stellaris Utopia. Mein Name ist Kenkraft 3000. Und wie ihr seht, ist hier alles rot am Blinken. Wir sind im Krieg gegen die Föderation unter Führung der Kantari und hier bei minus 56%. Und weil unsere halbe Infrastruktur zerstört wurde, wurde unsere Flotte in der Stärke ungefähr halbiert hier. Weil man das jetzt auch sieht, wenn wir hier bankrott sind oder Ressourcenknappheit haben, dann haben wir Trefferpunkte, Schilde, Waffenschaden 50% und deswegen wird uns hier unsere Flotte mit 8.500 Punkten noch angezeigt. Nichtsdestotrotz möchte ich aber versuchen, eine kleine Flotte hier abzugreifen. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Das wäre toll. Das hier wäre ein bisschen zu viel. Schön, dass sich unsere Grenzen öffnen. So, was haben wir hier? Oh. Keine Flotte, nur eine Transportflotte. Eieiei. Hier sind die... Hostile Fleet detected. Oh! Ach, wir sind in einen Krieg hineingezogen worden auch noch, weil den Banturian der Krieg erklärt wurde, als wenn das nicht schon genug Stress wäre. Okay. Was wir hier vor uns haben. Okay, lassen wir es mal weiterlaufen. Die Flotte bringt hier leider gar nichts. Ne, man sieht jetzt auch, das ist ja wirklich Schwachsinn. 1320 Stärke. Ja, das ist nochmal halbiert jetzt. 50% wegen Energiecredits und nochmal 50% wegen Mineralien. Diesen Krieg können wir auf jeden Fall verloren geben. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal versuchen, hier anzugreifen. Aber das bringt jetzt auch gar nichts mehr. Okay. Die kommen hier auch nicht mehr durch. Doch. Oh, ich glaube, das war's mit unserer Flotte. Ich glaube, das war's mit unserer Flotte. Also viele Schiffe haben wir auf jeden Fall, aber die hat keine Kampfkraft mehr. Dann bin ich mal gespannt jetzt. 7400. Ja, so schlecht läuft's nicht. Wir haben natürlich mehr Schilde als Höllenpanzerung. Deswegen wird's da ein bisschen kritischer, glaube ich, jetzt sobald unsere Schilde weg sind. Ja. Verlieren die überhaupt Schiffe hier? Wenig. Tja, unsere gesamte Flotte ist quasi tot. Komplett im Eimer. Hier ist nur noch das Schlachtschiff jetzt, das war ja das allererste Schlachtschiff, was wir geändert haben. So, und jetzt ist die Frage, was können wir überhaupt noch ausrichten? Eigentlich gar nichts. Und können hier nur noch verhandeln. Hostile Fleet detected. So. Planet befreien. Holodor. Boah, das ist natürlich übel, wenn wir hier das Rabinox-System Planet befreien. Wir machen das mal einfach. Wir machen das mal einfach. Planet befreien. Das werden sie sich sowieso holen. So, jetzt muss ich mal gucken. Boah. Gräueltaten stoppen, okay. Equitem, okay. Sheratan ist hier oben. Können wir versuchen. Ich glaube, wir müssen alles machen. Ja,
Wir müssen alles machen. Ich mache jetzt mal eins, ich mache hier ein kurzes Safe-Game. Und mal sehen, was hier überhaupt passiert. Was hier überhaupt passiert. Research complete. Beide Seiten haben für diesen Krieg einen hohen Preis bezahlt, aber hoffentlich habt ihr daraus gelernt, dass Kantari-Win-Fight, also der Kampf, oder seine Verbündeten nicht zu bedrohen. Ach du, wir sind richtig im Eimer. Die Win, die haben sich jetzt hier rausgebildet aus uns sozusagen, was hier oben auch schon passiert ist mit den Hadam. Oh ja. Die Win Sacred League, Theokratische Republik. So, wie alt ist dieser Herr hier? Ja, die haben sich jetzt aus uns gebildet und wir haben jetzt hier ein Problem, denn wir kommen hier nicht mehr raus. Habe ich hier einen Teil der Flotte? Ne, die werden uns wahrscheinlich demnächst auch irgendwo mit angreifen oder hier die Tuxkan. Wir haben hier noch einen Außenposten. Das ist ja interessant. Ja, liebe Freunde, das ist übrig geblieben von unserem Reich der Win. So, und wir müssen jetzt hier eins machen. Ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Ich werde hier das Let's Play pausieren, weil im Moment bringt das nicht viel. Wir können hier gucken. Also weiß ich nicht, entweder werden die Tuxkan uns angreifen, weil wir jetzt schwach sind. Die Win werden uns hier auch irgendwann auf feindlich setzen, weil wir schwach sind. Und früher oder später auch angreifen, sobald dieser 10-jährige Friedensvertrag hier abgelaufen ist, denke ich mal. Ich kriege hier keine Schiffe durch. Das könnte man versuchen, es wird aber ein bisschen schwierig. Weil die sind, ja, Hadam Foundation. Nee, das kriege ich hier glaube ich nicht richtig aufge... Konstruktionsschiffe, ich könnte hier wieder anfangen zu bauen. Muss ich mal gucken. Plus 2 Außenposten habe ich. Boah, übel. Völlig vernichtet. Also, ich werde mir das auf jeden Fall angucken, was wir hier für Möglichkeiten haben. Und da muss man ehrlich sagen, muss man hier jetzt überlegen, ob sich das noch weiter lohnt, das Let's Play fortzuführen. Weil das nicht wirklich viel Spaß zum Spielen und auch nicht wirklich viel Spaß zum Angucken macht, wenn ich hier gar keine Optionen mehr habe oder Möglichkeiten. Wenn ich natürlich alleine gegen diese Win Sacred League hier kämpfen könnte oder sollte, was schwierig ist, weil die Hadam Foundation hier die Unabhängigkeit garantiert, dann hätte ich noch eine Chance. Diese Chance wird mir aber irgendwo genommen durch diese, durch dieses Abkommen eben. Und ich werde mir das in Ruhe angucken, mal ein bisschen weiterspielen. Das Let's Play habe ich ja gespeichert hier. Ich werde mal ein bisschen weiterspielen, wie sich das entwickelt, ob ich hier überhaupt noch eine Möglichkeit habe und dann werde ich kurz ein Infovideo machen, wie wir hier weitermachen können oder eben nicht. Okay. Tja, so kann es gehen. Unsere Verbündeten, die Hadam, wurden hier komplett vernichtet. Wir sind langsam auch schon am Rande des Untergangs. 116 Jahre haben wir das hier im Weltall ausgehalten. Ja, und wir sind eigentlich ambitioniert gestartet. Als Sklaventreiber. Ich glaube, das ist aber auch ein grundsätzliches Problem, was ich immer lese, dass die Spieler, die Sklaventreiberei oder xenophobisch sind, also auch kriegerisch oder feindlich grundsätzlich gegenüber anderen Alienrassen eingestellt sind, dass die sowieso immer ein Problem haben als irgendwelche, ja, ich sag mal, moderateren, moderater eingestellten Spezies, die sich dann leichter verbinden können, so wie hier, und gegen eben solche, wie wir Sklaventreiber, sich verbinden können. Ich glaube, das ist ein bisschen im Überhang. So habe ich das Gefühl auch im Spiel bei Stellaris, dass es weniger Xenophobe gibt, denn, sondern mehr, die halt ein bisschen moderater eingestellt sind. Okay, gut. Ja, ich mache hier auf jeden Fall eine kurze Pause und dann gibt es, wie gesagt, ein Infovideo dazu, wie wir hier weitermachen können. Verbündete haben wir, glaube ich, auch nicht mehr, wenn ich mir das angucke. Diplomatie.
Mari, die garantieren das bloß. Ja, reicht der Wind, die garantieren das bloß. Okay, gut, also, hier gibt's eine Pause, bis zum nächsten Video, seid gespannt.